So, los geht's beim Breath Cup. Wir sind mit Ulle dann doch mal am Start, um unseren Zeitfahrwert noch ein bisschen zu verbessern. Gleich mal schön gehakelt. Begrüße euch, wie gesagt, zurück. Weiter geht's. Breath Cup, erste Etappe. 3 Sekunden Rückstand für Ulle habe ich wegsimuliert. Alex Aranburu hat sich dort den Sieg geholt. Das wird also ganz interessant. Es gibt hier, glaube ich, auch nochmal eine minimale Abfahrt gleich. Da müsste man wahrscheinlich noch Tempo rausnehmen, damit wir hinten raus dann richtig durchballern können. Da wird dann die Zeit gemacht. 10:19 ist das Ziel. Es gibt keinerlei Zwischenzeiten. Das ist fast ein bisschen schade. Also fährt man hier so ein bisschen ins Blaue rein. Vorne wird es nochmal steiler. Gehen wir mal ganz kurz in die Aerodynamik hier rein. Dann kommen wir wahrscheinlich hier nochmal kurz in die Aerodynamik. Bisschen Energie wieder zurückgeholt, ohne dass wir viel verloren haben sollten. So, mal schauen. So, hinter uns sehen wir erstmal noch keinen. 10:19, wie gesagt, das Ziel. Kommen wir hier um die Kurven rum. Schaut so aus. Boah, enges Höschen. Da kommen wir allerdings so rum. Und dann ballern wir jetzt durch. 2,3 Kilometer sind es noch. Kriegen wir die Kurve? Die kriegen wir auf keinen Fall. Und dann jetzt hier mit Schmackes rein. Und dann wieder in die Zeitverhaltung, beziehungsweise wir gehen da jetzt durch. Müssen wir schauen, da sind wir ein bisschen zu schnell erstmal losgegangen, aber wir können hier aus dem Sattel gehen und zumindest den roten Balken nutzen. Den blauen Balken kriegen wir definitiv nicht weg. Bisschen langsamer werden. So, die letzten Meter, da müssen wir leider ein bisschen rausnehmen. 10:19 wäre das Ziel. Boah, mit einer 10:3 sind wir, glaube ich, nicht ganz so gut am Start, wie ich mir das gewünscht hätte. Mal schauen, ob das zum Sieg reicht beim Breath Cup. Ja, 10:03, 10:19 wäre das Spielziel. 16 Sekunden drunter ist natürlich eigentlich gut. Reicht das zum Tagessieg? Anscheinend, ja. Okay, anscheinend reicht es zum Tagessieg. Immerhin, da war sicherlich eine Zeit unter 10 Minuten drin. 2 Sekunden vor Bevan. Das war also ein enges Höschen, aber 13 Sekunden vor Ethan Hayter. Aranburu mit einer sehr, sehr starken Tagesform auf der 4 und Ulle natürlich auch mit einer beschissenen Tagesform. Also das ist dann doch ganz ordentlich gelaufen. Kaspar Askren, Bissegger und Küng auch alle mit schlechter Tagesform zum Glück für uns. Muss man ja sagen, weil Küng wäre sicherlich auch einer der absoluten Favoriten gewesen hier auf dem Parcours. Ulle damit jetzt in der Gesamtwertung vorne. Das Zeitfahren haben wir gewonnen. Die letzte Etappe simulieren wir gerade mal gemeinsam weg. Haben wir, glaube ich, noch nie so wirklich gemacht. Sieht auch wunderschön aus mit diesem kleinen orangenen Streifen, der da flitzt. Ich hoffe mal, dass da jetzt keine Gruppe vorne weggekommen ist. Nö, aber Ulle holt sich auch die letzte Etappe, müssen wir gar nicht mehr selber spielen. Ulle gewinnt das auch ohne uns gegen eine schlechte Konkurrenz. Vincenzo Albanese, Brandon McNulty, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen, hatten da keine Chance. Bedeutet, auch den Breath Cup holt sich Ulle vor Bevan, vor Aranburu, McNulty, Albanese und Askren immerhin auch noch auf der 7. Pro Cycling Einzelwertung ein bisschen was gemacht. Und wieso wurde kein Karriereziel erreicht? Wir haben noch ein Einzelzeitfahren. Ah, okay, 3 von 5 haben wir jetzt geschafft. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm. Teamzeitfahren steht bei uns noch auf dem Zettel. Also Einzelzeitfahren 3 von 5. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen rantasten. Das Teamzeitfahren bei der Dauphiné würde ich jetzt trotzdem weglassen, weil ansonsten ist Ulle dann doch auch ein bisschen durch, wenn es zur Tour de France geht. Und das ist das große Ziel. Da haben wir auch noch einige Zeitfahren. Und ob wir jetzt bei der Tour dann einen 76er oder 77er Zeitfahrwert haben, das ist dann auch sicherlich nicht mehr so unfassbar wichtig. Also die Dauphiné, ich schaue mir das mal an, welches Team wir da hinschicken, simuliere mich ein bisschen durch und dann gehen wir vielleicht zumindest in die entscheidenden Bergetappen rein, um so ein bisschen warm zu werden. Aber wie gesagt, wir machen da jetzt nicht lange rum. Für uns ist wichtig, wir wollen die Tour de France mit Ulle gewinnen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wer Eddy Merckx nicht am Mont Ventoux, sondern am Tourmalet. Ich verwechsel diese Berge immer ganz gerne mal. Dankeschön auch nochmal für die Erinnerung, dass der Videotitel beim Legendenduell einfach falsch war. Also, da werden wir nicht nur Eddy Merckx rausfordern und wer Eddy Merckx dort schlägt, der sollte doch in der Lage sein, Tadej Pogacar und Primož Roglič bei der Tour ebenfalls zu schlagen. Also, ich freue mich auf die Tour, jetzt geht's erstmal zur Dauphiné und dann schauen wir mal, was wir da rauspicken.
So, wir gehen rein in die Tour de France. Die Dauphiné habe ich jetzt mal komplett durchgewunken. Gewonnen wurde sie von Esteban Chaves Calabiun. Punktewertung vorne, Nairo Quintana in der Bergwertung. Da muss man, wie gesagt, schauen, wie es bei Nairo Quintana jetzt weitergeht. Jens de Büschere, die Kampfgeistwertung, Bora Hansgrohe in der Teamwertung und die Nachwuchsfahrerwertung ging an Egan Bernal. Klingt für mich eher, als wäre da mal eine Gruppe durchgekommen, als dass Esteban Chaves das wirklich gegen die absoluten Favoriten so durchgesetzt hat. Also die Dauphiné ist durch. Wir hatten nur Mikel Landa mit dabei. Ich habe unser Team mal ein bisschen geschont, damit wir auch in absoluter Topform in die Tour de France reingehen. Und da habe ich jetzt einfach auch mega Bock drauf wieder auf die Tour de France mit Ulle. Gerade auch auf die Kopfsteinpflaster-Etappe. Wir schauen mal ganz kurz, ob sich hier sehr, sehr viel verändert hat. Das Super Planche de Belfi ist mal wieder nicht mit dabei. Megève, Col du Granon, Alpe d'Huez, das sieht mir auch sehr normal aus. Wenn ich mir die Profile hier anschaue, dann 28 Kilometer Zeitfahren vor dem Ruhetag. Dann nach Foix, nach Peyragudes und nach Hautacam. Also das ist eher die ganz normale Tour de France. So ein paar kleine Änderungen zwischendrin gibt es schon. Aber da kennen wir auf jeden Fall die Profile schon richtig gut. Einmal kurz zur Erklärung, ich würde auf Simon Geschke verzichten. Wurde ja gesagt, wir wollen vielleicht dann auch auf Bergtrikot gehen mit Simon Geschke mal. Das würde ich vielleicht in einem anderen Let's Play nochmal machen, dass wir dort eine kleine Herausforderung starten. Geschke vor Bergtrikot, das wäre doch irgendwie ganz nice. Hier finde ich es jetzt irgendwie, würde es mich eher ein bisschen stören und ich bin nicht so richtig motiviert, mit Geschke dann in die Gruppen zu gehen, sondern ich möchte unser absolut fantastisches Bergteam am Start haben und natürlich dort auch gute Taktiken machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das gesehen, wie wichtig das Team ist, wie viel wir eigentlich auch auf dem geringeren Schwierigkeitsgrad verschenkt haben, dadurch, dass wir die Teamtaktik so nicht gefahren sind, wie sie möglich gewesen wäre. Von daher möchte ich das hier ausprobieren. Wir haben Wout van Aert mit am Start. Wir haben natürlich Daniel Felipe Martinez, der ein Superhelfer ist. Sepp Kuss, Richie Porte, Mikel Landa, Geraint Thomas, Romain Bardet. Ich glaube, das ist das stärkste Team, das jemals irgendwie irgendwo bei einer Rundfahrt an den Start gegangen ist. Vielleicht mal Team US Postal oder sowas ausgenommen mit Roberto Eras, der ja, glaube ich, sogar nochmal Zweiter bei der Tour de France damals geworden ist. Also, ich würde sagen, wir gehen los. Die Tour de France startet in Kopenhagen, 12 Kilometer Einzelzeitfahren. Wir kennen das Ding, wir wissen, dass das gut werden kann. Mal schauen, ob Ulle da wieder gleich das gelbe Trikot bei der Tour übernehmen kann. A few more seconds until he sets off. Come on, let's give him some encouragement. Los geht's mit der Mission Titelverteidigung. Ulle steht oben auf der Rampe. Wir sind schon gar nicht mehr gewöhnt, dass er nicht in Gelb ist. Aber das werden wir uns hoffentlich so schnell wie möglich wiederholen. Wir kennen das Profil nicht besonders schwer. Man kann eigentlich komplett immer durchziehen. Mal kurz ein bisschen weiter rausgekommen, aber alles in Ordnung. So, das läuft bislang alles ziemlich gut. Da sind wir ein bisschen früh aus der Zeitverhaltung raus und fahren auch gleich nochmal in den Acker. Das sollten wir hier vorne aber eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir die Kurve so bekommen. Da müssen wir kurz einmal aufmachen. Die bekommen wir auch noch. Nicht besonders gut gesteuert, aber wir haben es irgendwie noch gewuppt. Schitte. Kurve irgendwie falsch eingeschätzt. So, komm schon. Zieh durch, Ulle. 7 Kilometer sind es noch. Schon noch ein ganz schönes Stück bis ins Ziel. Darf vielleicht ein bisschen runternehmen. So, komm schon. Erste Zwischenzeit. Und das ist eine 7,48. Das ist gut. 7,38 natürlich, Entschuldigung. Eine Sekunde hinter Gunner. So, komm schon, Ulle, das schaffen wir. 4,3 Kilometer. Bleiben in der Zeitverhaltung. Das sollte mit dem roten Balken vielleicht auch passen. Schauen wir mal. Kurve hier könnte noch ein bisschen komplizierter werden. Gleich wieder Fullspeed rein. Roter Balken könnte wirklich kompliziert werden.
Boah, da sind wir ein bisschen zu schnell. Vorne der letzte Kilometer. Komm schon, Ulle, zieh das durch. Fahren momentan aber nur noch minimal den roten Balken weg. Jetzt ist er gleich durch, Ulle. Und dann schauen wir mal. Genau in dem Moment war auch der rote Balken weg. Also nicht ganz optimal eingeteilt. Habe jetzt nur unten auf die Anzeige geschaut mit offenem Mund und ein bisschen gesabbert. Mal schauen, ob das dann für die Bestzeit noch gereicht hat. Also, erwartungsvoll der Blick. Hab einfach nur Pause gedrückt. Jawohl, also es hat gereicht. Wieder gelbes Trikot für Ulle, wieder mal ein Zeitversieg. Mal schauen, wie viel Vorsprung wir uns da jetzt rausgefahren haben. Insgesamt. Eine Sekunde. War es letztes Jahr nicht auch eine Sekunde vor Roglic? Ich glaube, das Spiel schenkt uns das einfach immer. Also eine Sekunde vor Roglic, zwei Sekunden vor Ganna, drei Sekunden vor Pogacar, neun vor Evenepoel. Und Wout van Aert dann als Zweitbester unseres Teams auf Platz 9. Aber so kann es doch losgehen in die Tour de France 2027. Ulle gleich mal im gelben Trikot. Läuft, der Hase läuft richtig gut. Und jetzt schauen wir mal. 198 Kilometer geht natürlich wieder über die große Welt der Brücke. Wir kennen das Profil. Wir werden versuchen, Kräfte zu sparen und einfach im Sprint mal schauen, was da drin ist. Ich würde aber wieder mit Ulle sprinten. Es wurde ja auch gesagt, mit Wout van Aert zu sprinten. Aber Wout van Aert hat ja eigentlich sogar den schlechteren Sprintwert als Ulle. Und deswegen würde ich es weiterhin mit Ulle versuchen. Können wir ganz kurz auf die Werte schauen, die Ulle da hat. Vor allem der Antritt ist halt brutal gut. Da haben wir Tim Merlier, Calabune, Cavendish. Heißt der Merlier oder Merlier? Jeder sagt da irgendwie was anderes. So, Wout van Aert mit einer Durchschnittstagesform. Antritt 76, Sprint 76. Ist natürlich ein Witz. Als wir das Spiel gestartet haben, habe ich auch gedacht, dass Wout van Aert einen besseren Sprintwert hat. Aber Ulle hat halt Sprint 76, Antritt 81. Deswegen würde ich auch gerne in die Sprints weiterhin mit Ulle reinhalten und mir Wout van Aert dann eben als Anfahrer mit zur Seite nehmen. Schauen wir mal, was drin ist. Ich probiere auch im Sprint mal wieder ein bisschen was anderes. Ich habe mich ja immer sehr auf die Konkurrenz jetzt konzentriert. Aber ich glaube, Ulle ist inzwischen so stark, dass er die Sprints auch gegen die Konkurrenz von vorne vielleicht sogar durchziehen kann. Mal schauen, wie wir es machen. Wie immer auf der zweiten Etappe gehen wir hier mit dem Start der Brücke schon rein. Also grünes Trikot Roglic direkt neben uns. Wir haben Mikel Landa an unserer Seite. Tadej Pogacar ist da auch mit dabei. Drängt uns da jetzt auch gerade ein bisschen rüber. Wout van Aert müsste eigentlich auch gleich nach vorne kommen. Sehe allerdings gerade das belgische Meistertrikot nicht. Unser Team hängt da ziemlich am Ende dieser Gruppe. Da wird gleich auch eine Lücke reißen. Aber unsere Konkurrenten sind auf jeden Fall mit am Rad. Mit Roglic und Pogacar. Die werden wir wahrscheinlich hier nicht loswerden, aber muss auch gar nicht sein. Es soll ja spannend bleiben, wenn die jetzt hier drei Minuten verlieren würden. Wäre es auch ein bisschen doof. Letztes Jahr haben wir die Tour de France auf dem Kopfsteinpflaster gewonnen gegen Roglic. Da werden wir dieses Jahr natürlich wieder ordentlich ballern, weil das eine unserer Chancen ist, da was gut zu machen. Finde ich ja auch nur fair, auf jeder Etappe immer das Maximum zu versuchen. So, Alpecin hat Bock. Die wollen für Mathieu van der Poel hier ein bisschen was reißen. Da hinten sehen wir auch Wout van Aert, der da versucht, nach vorne zu kommen. Sehr, sehr lang gezogen alles. Aber die wichtigen Fahrer bleiben mit Sicherheit hier erstmal vorne. Wir versuchen ein bisschen weiter nach links reinzufahren. Dann sind wir auch windgeschützter. Aber das sieht erstmal alles sehr, sehr locker aus. Tim Merlier ist natürlich der Sprinter von Alpecin Phoenix. Der ja, glaube ich, zu Quickstep wechseln wird. Vorne sehen wir Dries van Restel, den Ausreißerkönig im Abonnement bei der Tour de France. Die Kampfgeistwertung. Ich ärgere mich immer noch, dass wir bei der ersten Tour de France mit dem dritten Platz ja mega gut am Start waren. Aber es wäre irgendwie cooler gewesen, da mal so auf Bergtrikot, auf Etappenjagd zu gehen. Ich bin immer so eine Gesamtklassements-Hure, muss ich sagen. Das ist irgendwie mein Ding. Ich fahre jetzt hier auch kein mordsmäßiges Tempo rein mit unserem Team, weil Roglic und Pogacar sind sowieso vorne mit dabei und der Rest ist mir herzlich egal. Wir können mal die blauen Gele noch final verteilen. Aber wie gesagt, der Rest ist mir echt völlig egal, was Egan Bernal da treibt, ist mir wurscht. Der wird wahrscheinlich Vierter werden, dann haben wir Gaudu auf der 5. Ich weiß nicht, man kann die Tour de France wahrscheinlich jetzt schon vorhersagen, dass Pogacar auf der 3, Roglic auf der 2 und Ulle auf der 1 hoffentlich. Ich möchte die Spannung jetzt hier nicht nehmen. Ja, danke schön, Landa drückt da Egan Bernal in mich rein.
Klingt auch falsch, aber klingt auch ein bisschen sexy. So, der Pont du Grand Belt, da haben wir Wout van Aert, der versucht sich nach vorne zu kämpfen. Jetzt wird das Tempo gerade nochmal kurz höher. Aber mit Ullis Antritt kommen wir da gut durch. Alles gefixt, gar kein Problem. So, Vermeersch, die Gruppe ist da jetzt auch endgültig eingeholt. Fahren nochmal ein Stück nach vorne, nehmen ein bisschen blaues Gel. Ich sage auch häufig zum blauen Balken blaues Gel. Ist mir auch schon aufgefallen. Und natürlich Dankeschön für den Tipp, wenn man die Steuerung reinhaut und man ist über dem roten Strich, dann nimmt der einfach kein Gel. Das hätte mir auch selber mal auffallen können. Wenn man zu schnell fährt, macht ja auch Sinn. Im Sprint Gel nehmen ist halt alles nicht so nice. So, 9 Kilometer sind es noch. Das war sehr unspektakulär, auch wenn Mikel Landa da gerade richtig leidet. Der kriegt mal das rote Gel. So, Arnaud Demar haben wir vorne. 57 Fahrer hier in der Gruppe, also schon relativ klein. Aber ohne die ganz, ganz entscheidenden Veränderungen fürs Gesamtklassement. Das wird in der ersten Woche natürlich auch so bleiben, ist ja logisch. Also bis auf die Kopfsteinpflaster-Etappe ist es ein bisschen was für die Sprinter, ein bisschen was für die Pancheure. Aber wäre ja auch doof, wie gesagt, wenn die Tour de France dann hier jetzt gleich schon entschieden wäre. So, Wout van Aert macht vorne Tempo. Da müssen wir auch mal kurz auf den Sattel gehen. Wenn der drückt, dann drückt's. Wir fahren hier auch ein bisschen doof im Wind. So, jetzt hat er ein bisschen rausgenommen, Wout van Aert. 55 Fahrer hier noch drin. Alle unsere Kollegen sind mit dabei. Dann nehmen wir mal das rote Gel für die Kollegen. Boah, das kostet aber richtig Energie heute, die Etappe. 34 Fahrer jetzt überhaupt nur noch hier vorne drin und wir hängen am Ende der Gruppe. Mikel Landa hat da jetzt gleich seine Probleme. Also heute ballert's. Das ist schon enorm. Die anderen spielen auch auf höherem Schwierigkeitsgrad, wie es scheint. So, 5,4 Kilometer. Wir müssen ein bisschen rotes Gel nehmen, sonst können wir da nicht mehr mitsprinten. Große Abstände nach hinten. Eieieiei, hier reißt es aber richtig. Da geht jetzt nochmal was weg, aber Pogacar und Roglic sind mit dabei. Wie schaut es bei Wout van Aert aus? Der Einzige, der hier noch mit uns mitfahren kann. 18 Fahrer. Brutal. Also das Alpecin-Phoenix-Team fährt hier alles kurz und klein, aber die Sprinter sind halt hier vorne noch vertreten. Richtig heftig. So, Wout, wo bist du? Ah, da ist er. Na, Schitte. Hätte natürlich gerne das Hinterrad gehabt von Wout van Aert, aber gut, da kommen wir jetzt schon noch irgendwie hin. 2,5 Kilometer, Philipsen, Timmerlier, Van der Poel, alter Vater, ey. Alpecin aber auch mit der vollen Kapelle hier am Start. So, komm, wir ziehen durch. Da kommt Arnaud Demar nochmal. Kommt Ulle da nochmal rum. Yes, also Sprintsieg auf der zweiten Etappe. Wout van Aert jubelt mit uns. Puh, war aber ein enges Höschen. Arnaud Demar dann ein bisschen zu früh. Eigentlich waren wir ja zu früh im Wind, aber wir sind dann auf jeden Fall mit dem längeren Atem unterwegs gewesen. Aber war eine super harte Etappe, also sah am Anfang gar nicht so aus, Tempo war gar nicht so hoch, aber das hat richtig Energie gekostet. Also auch der Regenerationswert ballert jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage nochmal rein. So, da sehen wir auch Pogacar, der mitsprintet und auf den letzten Metern sprinten wir dann nochmal nach vorne. Wout van Aert freut sich und zappelt einfach mal wie ein Fisch durch die Gegend. Und jetzt schauen wir mal, welche Gesamtklassementsfahrer da denn vielleicht dann doch den Anschluss so ein bisschen verloren hatten. Zweite Etappe, zweiter Sieg. Das ist uns letztes Jahr, glaube ich, nicht gelungen. Da sind wir hier im Sprint irgendwo hinten drauf gefahren. Kleiner Auffahrunfall, Arnaud Demar. Dann Pogacar auf der 3, Roglic auf der 12. Die verlieren also keine Zeit. Dann schauen wir mal, ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber Gaudu verliert 18 Sekunden, Evenepoel 18 Sekunden. Caleb Ewan gestürzt, Ben O'Connor mit 18 Sekunden Rückstand. Und der Rest ist eigentlich ziemlich wurscht. Wir bleiben vorne in der Gesamtwertung. 9 Sekunden vor Tadej Pogacar. Dann Roglic mit 11 Sekunden. Also die Gesamtklassementsfahrer sind schon nach der zweiten Etappe der Tour de France in der absolut führenden Position. Jetzt geht es wieder nach Deutschland, nach Düsseldorf. Dann geht es nach Soumagne, nach Frankreich rüber. Oder wo liegt Soumagne?
Man weiß es nicht. Steht das irgendwo? Ist wurscht. Auf jeden Fall schöner Schlussanstieg. Wir feiern unseren Ulle mal wieder in Deutschland in Gelb. So, dritte Etappe bei der Tour. Wir haben eine miserable Tagesform, wie man es hier gerade sieht. Wir holen uns wieder Wout van Aert nach vorne, dass der ein bisschen Tempo macht. Mikel Landa beschützt uns. Also dann zahlen wir doch ein bisschen den Preis dafür, dass die letzte Etappe so hart war, wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob das tatsächlich ein großer Faktor ist. Ich bilde mir einfach ein, dass es einer ist. Ein bisschen Kräfte sparen natürlich jetzt hier. Der Sprint kostet nicht viel Energie, da kann man schon immer mit reinhalten. Wichtig ist einfach nur, dass der maximale blaue Balken am Ende der Etappe, der macht, glaube ich, schon so ein bisschen den Unterschied aus für die Tagesform des nächsten Tages. Und da sehen wir, der maximale blaue Balken ist maximal. Da haben wir also nichts verloren. Vorne kommt eine schöne Linkskurve. Ah, okay, die ist aber nicht so scharf. Da nimmt die Konkurrenz nicht ganz so viel Tempo raus. Wo haben wir Wout? Der ist da gerade im belgischen Meistertrikot schön nach vorne geschossen. Gehen hier mal ein bisschen in die Aerodynamik, ohne dass wir viel Plätze verlieren. Maximal alles. Wir haben, glaube ich, aber schon... Ja, das sieht gut aus. Mikel Landa hat ein bisschen blauen Balken verloren. Aber ansonsten sollten die Regenerationswerte heute enorm gut sein. 4,5 Kilometer sind es noch. Hier wird für Fabio Jakobsen das Ganze angefahren. Jetzt holen wir vielleicht mal Wout van Aert mit der 110 nach vorne. So, der nächste Quickstep-Mann hat dort seine Schuldigkeit getan in der Sprintanfahrt. 3,5 Kilometer, alles ziemlich wild hier gerade. Jakobsen haben wir da. Wout van Aert, weiß ich nicht, ob der jetzt noch rechtzeitig nach vorne kommt. So, Landa, dann kommt hier jetzt eine Linkskurve. Uiuiuiui. Und dann geht es hier natürlich bergauf noch etwas länger. Wir haben das rote Gel noch. Deswegen können wir hier schon mal ein bisschen mit durchziehen. Landa nervt ein bisschen. Dann geht es hier noch weiter. Wir gehen nochmal ein bisschen los. Ich glaube, die gehen sonst blau oben. 600 Meter sind es noch. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal rum. Und schießen hier relativ easy peasy zum Sieg. Da haben wir sogar noch rotes Gel übrig gehabt. Hätte ich sogar noch ein bisschen früher losgehen können. Aber wie gesagt, hügelige Ankünfte, egal ob auf Schwierigkeitsschwer oder eben auf ein bisschen leichter, sind einfach zu gewinnen. Natürlich ist Ulle aber inzwischen mit 82 Hügel und 81 Antritt auch völlig overpowered. Also da kann man sich auch mal einen Fehler leisten, wie ich es gerade gemacht habe. Eigentlich war die Ausgangssituation hier schon nicht mehr so gut, aber die Konkurrenz ist einfach nicht stark genug. Ulle holt sich das Ding, vielleicht sogar mit ein paar Sekunden Vorsprung. Nehmen wir gerne mit. Dritte Etappe, dritter Sieg. Und ich denke mal, dass das die letzte Saison des Jan Ullrich hier im Pro-Kapitän-Modus sein wird. Würde ich jetzt einfach mal sagen, danach spielen wir nur noch gegen die Legenden. Das wird richtig geil. Da schaue ich nochmal, wie ich das Konzept da ganz genau machen werde. Ich habe all eure Kommentare auch gelesen. Da war ja wirklich viel mit dabei. Viele gute Ideen, auch die Legenden auf andere Teams zu verteilen, dass man eben nicht nur alle in einem Team hat, sondern dass jedes Team quasi eine Legende bekommt, was ich persönlich ziemlich geil finde. Damit könnten wir eigentlich ganz gut starten. Natürlich trotzdem einige Legenden im Legendenteam lassen. Zum Beispiel die stärksten wie Eddy Merckx und vielleicht Miguel Indurain oder so in der Form. Oder da eben auch ein gutes, ausgewogenes Team machen, das Legendenteam. Und ansonsten verteilen wir die anderen Legenden auf die Teams. Ob ich dann jetzt das Team Education First nehme oder das Team Baloise weiterhin als Team Telekom belasse, das muss ich mir dann nochmal überlegen, wie ich das zeitlich auch hinbekomme. Bin auch immer noch ein bisschen am Kränkeln. Man merkt es mir wahrscheinlich jetzt gerade nicht an, weil ich auch ein bisschen eine Schmerztablette reingeballert habe oder fiebersenkende Mittel. Aber ich hatte gestern auch Halsschmerzen, Fieber. Fieber habe ich immer noch leicht, aber ich glaube, wie gesagt, man sieht es jetzt mir gerade nicht mehr so sehr an. So, also dritte Etappe, dritter Sieg. Ulle in der letzten Saison im Pro-Kapitän-Modus, wie wir es ja gerade gesagt haben. Danach geht es gegen die Legenden. Aber jetzt geht es erstmal nach Dünkirchen, dann nach Calais. Das wird schwierig, die Etappe zu gewinnen. Dann versuchen wir auf dem Kopfsteinpflaster natürlich wieder mindestens so gut durchzukommen wie letztes Jahr, wenn nicht sogar noch besser, weil Ulle sich da ja auch nochmal verbessert hat. Aber schauen wir mal. Also, vierte Etappe der Tour de France, vierter Etappensieg für Jan Ullrich, Fragezeichen, hoffentlich Ausrufezeichen. So, 10 Kilometer. Wir haben hier Bereich ohne Windschutz. Wir sind mit Martinez leider hier vorne ein bisschen ausgerissen. Also, was heißt leider? Bin mir unsicher. Sollen wir mit dem ein bisschen Tempo machen? Wo ist Martinez? Können wir natürlich... Roglic und Pogacar müssten hier irgendwo sein.
Da haben wir Roglic im Weltmeistertrikot. Pogacar müsste da eigentlich direkt dahinter sein. Dann holen wir ihn mal zur Unterstützung vor. Tempo wird hier gerade kaum gemacht, aber wäre natürlich eigentlich ganz schön, wenn die Gruppe so klein wie möglich wäre. 32 Sekunden für die 127 Fahrer. Hier müssen wir echt aufpassen. Hier haben wir letztes Jahr ein paar Sekunden verloren, glaube ich, auf die Konkurrenz. Deswegen lassen wir Martinez da jetzt mal konstantes Tempo vorne fahren. Und hängen uns da vielleicht einfach ein bisschen dran. Da kommt jetzt nämlich die nächsten Attacken. Roglic. Wie gesagt, hier haben wir damals eine Lücke reißen lassen in dieser Windkante. Das würde ich ungern wieder passieren lassen. Fahren wir nämlich jetzt mal selber zu, hängen uns mal an Roglic dran, der da weiterhin durchzieht in einem hohen Tempo. 7 Fahrer, die sich hier abgesetzt haben. Roglic zieht gnadenlos durch. Godu ist mit dabei, aber kein Tadej Pogacar, der da hinten jetzt seine Helferlein mit einspannt. Und wir müssen natürlich... Ah, Martinez hört auch schon auf, Tempo zu machen, das ist gut. Wir bleiben mal bei Roglic am Hinterrad. Der fährt uns eigentlich gerade ganz gut den Sprint an. Die Gruppe da hinten ist jetzt aber wieder da. Da kommt jetzt auch gleich Arnaud Demar im grünen Trikot so ein bisschen nach vorne geschissen. So, Martinez, fahr mal weiter konstant. Caruso und Isagirre sind mir wurscht. Würde natürlich trotzdem gerne den Etappensieg holen, alleine weil hier auch ein Kopfsteinpflasterstück mit drin ist. Alaphilippe, Roglic. Geh mal hinterher, Roglic. So, Martinez. Den sollten wir vielleicht dann jetzt auch mal auf 110 stellen. Da noch irgendwelche Gele zu verteilen. Wir können mal das rote Gel komplett vergeben, damit da keine Lücken reißen, noch groß. Und bei Martinez geben wir es auch mal. Ulle hat eh noch volles rotes Gel und auch den vollen roten Balken. Ich würde nur jetzt ungern das selber alles von vorne fahren. Wäre schön, wenn einer mal mitkäme. Da haben wir Igita, da kommt Van der Poel mit Merlier am Hinterrad, Roglic mit dabei. So, Jungs, fahrt das mal zu. Jetzt ist der Quickstep-Mann da vorne auch durch. Da kommt Martinez. Gehen wir nochmal ins Hinterrad. Jetzt haben wir halt noch vollen roten Balken. So, Pasqualon geht da schon so ein bisschen los. Da kommt Roglic. Die sind sehr, sehr früh draußen. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch durchkommen gegen Van der Poel. Jawohl, der nächste Sprintsieg. Also, da waren wir ein bisschen früh draußen, glaube ich, sogar fast. Aber es hat dann trotzdem gereicht, beziehungsweise die Konkurrenz war zu früh draußen. Wir haben uns das eigentlich ganz gut eingeteilt. Also, läuft gut, 4. Etappe, 4. Sieg für Ulle. Da freut sich auch Daniel Felipe Martinez. Richie Porte schaut ein bisschen überrascht. Geraint Thomas schaut wie immer mit einem Pokerface. Sepp Kuss, der kleine Schönling, lächelt. Romain Bardet, sympathisch wie immer. So, jetzt haben wir jedes Foto mal analysiert. Aber Romain Bardet, wirklich sehr, sehr sympathischer Typ. Kenne ich ja auch ein bisschen aus erster Hand, da der Lukas aus unserer Community ja Pressesprecher bei Team DSM ist. Also Pressesprecher Deutschland, aber eben auch Romain Bardet unter seinen Fittichen hat. Und Fittichen, und der sagt auch immer Romain Bardet, tipptopp. Also ganz, ganz sympathischer Typ, auch im Teambus. So, Ulle, 4. Sieg. Bergwertung immer noch bei Dries van Gestel, da haben wir uns noch nichts geholt und jetzt geht es dann in der nächsten Folge, würde ich dann allerdings sagen, auf die Kopfsteinpflaster bei der Tour. Das machen wir dann wieder sehr ausführlich. Ich kriege das jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr so richtig hin, dass ich das jetzt auch noch mit klarem Kopf aufnehme. Mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen, versuche mich wieder hinzulegen, ein bisschen auszuruhen. So, sieht man schon, dass ich einfach weiterklicke. Also, nach Arenberg Porte du Hainaut geht es. Das sind 11 Kopfsteinpflasterabschnitte. Letztes Jahr haben wir es richtig gut gewuppt. Dieses Jahr wollen wir es, wie gesagt, ähnlich gut wuppen und vielleicht ja wieder 2 Minuten auf die Konkurrenz rausholen. Wenn nicht, ist aber nicht schlimm. Ich freue mich vor allem auf die Duelle am Berg mit unserem Team gegen Roglic und Pogacar. Das wird dieses Jahr ein richtiges Fest werden. Da freue ich mich auf richtige Spannung. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, dann beginnt die Spannung schon mal. Ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall bis zur 8. Etappe Minimum hinbekommen. Vielleicht ja sogar die 9. Etappe dann noch in die nächste Folge mit reinquetschen. Also, freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Dankeschön für alle Däumchen, für alle Kommentare, für alle Abos. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich habe mir die Statistiken mal angeschaut. Ich bin ja so ein kleiner Statistik-Freak und ich kann tatsächlich eine halbe Stunde in den YouTube-Statistiken verbringen. Ich habe immer noch sehr, sehr viele Zuschauer, sehr, sehr viele Aufrufe kommen ohne Abo. Also ist nicht schlimm, wenn ihr nicht abonniert habt.
Aber für mich wäre es halt cool, wenn da einfach noch ein paar mehr Abos stehen. Ich freue mich, Zuschauer ist Zuschauer, aber wie gesagt, man schaut dann schon immer so auf die Statistiken und denkt sich, ja, da könnte man ja vielleicht noch mal im Video kurz das Ganze ansprechen. Wahrscheinlich habe ich jetzt 10D-Abos, weil ich es angesprochen habe. Auch nicht schlimm. Hauptsache, ihr habt Spaß, ich habe Spaß und wir sehen uns dann morgen wieder ab 18 Uhr. Dann geht's weiter mit Ulle und dem Kopfsteinpflaster der Tour de France.